بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد كابيتل نمبر 4 آخر الخطب النبوية. Die letzte Predigt oder Predigten oder Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf der Kanzel, auf der Freitagskanzel. Und zwar haben wir jetzt gesehen im letzten Kapitel, dass er rausgegangen ist mit Ach und Krach. Er wurde abgekühlt mit Wasser, vorgebetet und sitzt da jetzt auf der Kanzel. Und die Leute sind gespannt, was wird er jetzt noch sagen? Er sieht sehr krank aus. Er wird bald sterben. Was wird er uns jetzt noch wohl als letztes mitgeben? Diesen Hadith überliefert Ibn Abbas. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Also er sagt, Ibn Abbas: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه. Der Prophet صلى الله عليه وسلم kam zu uns raus während seiner Krankheit, an dem er dann auch gestorben ist oder an der er dann auch gestorben ist. بملحفة قد عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر. لا إله إلا الله. Das zeigt noch seine Power vom letzten Teil, wo ich gesagt habe, dass er sich hingesetzt hat und sich das noch, wir würden sagen, dass er sich das noch gibt. Du bist krank, hast Fieber von zwei Menschen und du sagst, setz mich in eine Wanne, kippt auf mich 7 Eimer kaltes Wasser, tragt mich raus, schleift mich zum Moschee und dann hilft mir auf die Freitagspredigt. Und hier ist noch, بِمِلْحَفَةٍ قَدْ عَصَبَ بِهَا رَبَّهُ. Er hat ein Tuch gehabt, womit er seinen Kopf zugeknotet hat, festgemacht hat, aufgrund der heftigen Schmerzen. Er sagt hier, das Ma', welches angefeuchtet wurde. Und manche sagen, es war angefeuchtet vom vielen Misk, weil er liebte den schönen Duft. Oder das Ma' bedeutet auch schwarz, dass sie schwarz war. Hauptsache hat sich sein Kopf zugeknotet. Ihr wisst das bei starken Kopfschmerzen, wenn man sich was zu den Kopf eng macht, lindert das etwas den Schmerz. Sallallahu alaihi wasallam. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. So hat Allah gelobt und ihn gepriesen. ثُمَّ قَالَ. Dann sagte er: أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ. Er sagt, die Menschen werden immer mehr, doch die Ansar, die Medina-Bewohner, immer weniger, bis es so sein wird, dass sie unter den Menschen so viel sein werden wie Salz in der Speise. Das heißt, viele Menschen, wenige Medina-Bewohner oder wenige Medinenser. فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ. Pass auf, hier kommen jetzt so die letzten Testamente. فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ. Er sagt, wer von euch einen Posten bekommt, وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا, wo er die Macht hat, يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ, indem er die Macht bekommt, jemanden zu schaden oder auch nützlich zu sein, فَلْيَقْبَلْ, so nimm an von dem Gutestuenden und vergebe dem Sünder oder dem, der Schlechtes gemacht hat. Yani, er weist hier auf, sei ein gerechter Herrscher. فَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ, überliefert im Bukhari. Er sagt, es war die letzte Sitzung, die er auf dem Mimbar gepredigt hat, sallallahu alaihi wasallam. Ebenfalls, wir haben ja mehrere Überlieferungen. Jeder Sahabi überliefert aus seiner Perspektive. وَيَرْوِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Abu Sa'id al-Khudri überliefert folgendes. حَدِيثًا فِيهِ جُزْءٌ مِّنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاكَ. Ein Teil aus der Predigt des Propheten صلى الله عليه وسلم zu diesem Zeitpunkt. قال, er sagte, رضي الله عنه, خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّاسَ وَقَال. Er predigte zu den Menschen und sagte: إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ. Und das hatten wir schon.
Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Diener eine Auswahl gegeben. Entweder nimmt er das Diesseits oder er nimmt das, was bei seinem Herrn ist. Doch der Diener hat sich für das entschieden, was bei Allah ist. قال فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه so weinte Abu Bakr رضي الله عنه فعجبنا لبكائه so haben wir uns gewundert, wieso weint er denn? أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير nur weil der Prophet über einen Diener sprach, dem eine Auswahl gegeben wurde. Doch wir haben gesagt, Abu Bakr ist immer 3, 4, 5 Schritte weiter. Er wusste ganz genau, wer kriegt denn schon so eine Auswahl zwischen der Dunya und zu Allah zu gehen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dazu ist er in seiner Todeskrankheit. Abu Bakr hat sofort gecheckt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gemeint. Daraufhin hat er geweint. Die anderen Sahaba hatten eine niedrigere Stufe in Wissen und haben es sogar gefragt. Fa'ajibna, so haben wir uns gewundert, wieso weint, warum weint er? Was ist denn passiert? فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير so war doch der Prophet صلى الله عليه وسلم derjenige, der diese Auswahl bekommen hat oder sich entscheiden musste. Er war dieser Diener. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلمنا und das ist die Tazkiya der Sahaba. Abu Bakr war der Wissendste unter uns. وقال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته auch sagte er. Das sind jetzt immer Teile, die überliefert werden von Sahaba. Jeder, wer was mitgekriegt hat. Er sagte auch in der Khutba, Inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr. Derjenige, der mir am meisten was vorweisen könnte, oder wenn er etwas darlegen könnte, um mir zu sagen, dass ich dir was Gutes getan habe, es wäre Abu Bakr. Fi suhbatihi wa malihi, in Bezug auf seine Freundschaft zu mir, er könnte sagen, oh Gesandter Allahs, wieso kriege ich das und das nicht? Ich war dein bester Freund. Wa malihi, und in seinem Vermögen, er hat dir alles gegeben. Also hat eine Stufe erreicht bei den Propheten, die keiner erreicht hat. Und hier ist es auch in Siratul Mubalara, in der Übertreibungsform, amanna an-nasi alayya, war in seiner Freundschaft und in seinem Vermögen war Abu Bakr. ولو كنت متخذا der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt weiter ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر الله er sagt und wenn ich einen Khalil einen innigsten engen Kumpanen Freund nehmen würde außer meinen Herren dann würde ich Abu Bakr nehmen subhanallah ولكن aber أخوة الإسلام aber es ist die Brüderlichkeit im Islam und die Liebe unter uns. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. Ebenfalls in Bukhari. Keine Tür soll in der Moschee geschlossen werden. Nein, er sagt, لا يبقين في المسجد باب إلا سد. Keine Tür soll in der Moschee alle Türen in der Moschee sollen geschlossen werden, außer die von Abu Bakr. Hinweis auf seine Khilafa. Hinweis darauf, dass er der nächste Kalif ist. Schließt alle Türen, außer die von Abu Bakr, die soll offen bleiben. Denn er wird in Zukunft reinkommen und vorbeten. Na. Und ebenfalls im Wortlaut, wenn ich einen innigsten Freund nehmen würde, dann wäre es nach meinem Herrn, dann wäre es Abu Bakr. Da ist auch ein Hinweis auf dafür, dass er der nächste Khalif sein soll. Sagt der Autor hier, Radiallahu anka ya Abu Bakr. Möge Allah mit dir zufrieden sein, o Abu Bakr. Und du weinst in der Predigt, wo er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Diener wurde zwischen Auswahl gestellt. Du weinst über deinen Freund. يوم وضع ابن أبي معيط ثوبه في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Und zwar kam im Gebet
Ibn Mu'ayyid, Ibn Abi Mu'ayyid, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und würgte ihn. Wer kam zur Rettung? Abu Bakr, und rammte ihn weg und sagte: Wollte jemanden töten, der sagt, Ataqatuluna rajulan, ayyakula rabbi Allah? Wollt ihr einen Mann töten, aufgrund dessen, weil er sagt, mein Herr ist Allah, وقد جاءكم بالبينات من ربكم, und er kam zu euch mit den deutlichen Zeichen von eurem Herrn. Er weint, er erinnert sich an die alten Dinge, die er mit ihm erlebt hat. وتبكيه يوم الغار, du weinst auch, weil du weißt, dass du mit ihm in der Höhle warst, in der Hijra. وتلتزمه يوم بدر, am Tag der Badr-Schlacht hat er ihn umarmt und ihm beigestanden, sallallahu alaihi wasallam, und ihn begleitet. وَتُؤَازِرُهُ يَوْمَ أُحُدْ, am Tag von Uhud, ebenfalls hat er ihm Schutz geboten, radiyallahu anhu. وَتُرَافِقُهُ فِي الْخَنْدَقْ, in der Khandaq-Schlacht ebenfalls war er dabei. وَتُصَاحِبُهُ فِي تَبُوك, in der Schlacht von Tabuk, der hitzigen Sommer, warst du auch dabei. وَتَمْضِي مَعَهُ فِي كُلِّ مُهِمَّةٍ وَمُلِمَّةٍ, und überall, o Abu Bakr, warst du dabei, in jedem Schicksalsschlag, sei es wichtig, klein oder groß. Ja, er hat alle Schlachten mitgemacht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, was keiner gemacht hat. Kein Sahabi hat diese Ehre, in so vielen großen Momenten dabei gewesen zu sein, außer Abu Bakr. Und er weint, beweint ihn jetzt, er weiß, es ist bald vorbei. Hier sagt es auch der Autor, كَيْفَ لَا يَبْكِي, wie soll er ihn dann auch nicht beweinen? وَقَدْ انْقَطَعَ عَنْهُ خَبَرُ السَّمَاءِ, und bald ist die Nachricht vom Himmel, hört sie auf, die Offenbarung. بَلْ كَيْفَ لَا تَبْكِيهِ الْعُيُونُ كُلَّ حِينٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Nein, der Autor geht sogar weiter und sagt, wie sollte es denn, es wäre nicht verwunderlich, wenn die ganzen Augen ihn tagtäglich beweinen würden, er meint damit die Umma von, also unsere Umma, die Umma des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und im nächsten Kapitel schauen wir uns dann die Überschrift an, Kapitel Nummer 5, inshallah ta'ala, und machen dann da weiter. Hadha wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin.